Hallo und herzlich willkommen zu Loot Yourself Inspiration und zu meinem Highlight-Video vom September 2015. Ihr seht hier schon so ein paar kleine Sachen, die ich aufgebaut habe, die ich rausgesucht habe, die mir im September besonders viel Spaß gemacht haben oder die einfach besonders toll waren. Und ich starte erstmal mit ein paar Fotos, die ich euch gerne zeigen möchte auf Instagram. Einige von euch kennen die vielleicht schon. Die sind nämlich von der Mongoviade in Warstein. Das war Anfang des Monats und ich fahre da jedes Jahr hin. Ich bin da auch super, super gerne. Ist eines der absoluten Highlights für mich jedes Jahr. Und da sind eben bis zu 200 Ballons, die gleichzeitig oder möglichst gleichzeitig starten abends. Und ja, dieses Foto hatte ich auf Instagram gepostet. Da sieht man im Hintergrund die Starts und die Ballons, wie sie fertig gemacht werden und aufgerüstet werden. Und ja, hier ist unser Kurt, unser Beaglechen und ja, da bin ich. Und ja, schönes Foto und war auch wirklich ein schöner Abend. Das war der Dienstagabend, da war ich dort. Und das ist vom Freitagabend, da war das Wetter ein bisschen besser. Da haben sie auch den Van Gogh-Ballon aufgerüstet und starten lassen. Und das ist ein Ballon, der zeigt das Gesicht von Van Gogh. Das ist wirklich eine ganz spezielle Sonderform, wirklich sehr, sehr schön. Und ja, das war wirklich richtig toll, den zu sehen. Das war also in Warstein, das war so Anfang des Monats, wirklich ein absolutes Highlight für mich in jedem Jahr. Und ja, einmal kommt das Handy jetzt zur Seite. Gleich zeige ich euch noch eine Kleinigkeit darauf. Und ich mache jetzt erstmal mit unseren Challenges weiter. Wir hatten super schöne Challenges diesen Monat. Immer sonntags um 9 Uhr könnt ihr die dann sehen morgens. Und da hinten einmal das mit dem Klopapierrollen. Da habe ich diesen Stifterhalter gebastelt mit dem Washi-Tape und den Aufklebern. Und der gefällt mir wirklich richtig gut. Der steht auch hier im Studio auf unserem Schreibtisch. Vielleicht haben einige von euch ihn in der Roomtour auch entdeckt. Also der ist richtig cool geworden. Und ich glaube, vielen von euch hat das Video auch gefallen. Einige hatten uns auch Fotos davon von ihren eigenen gebastelten bei Instagram geschickt. Vielen Dank dafür nochmal. Und dann hatten wir vor ein paar Tagen die Challenge mit den Kürbissen. Ich habe da die Zierkürbisse benutzt und Kerzenständer, Kerzenhalter daraus gebastelt mit Teelichtern. Ich mag Kürbisse sehr gerne um diese Jahreszeit, auch als Kürbissuppe. Aber als Deko mag ich am liebsten die Zierkürbisse, wirklich in diesen außergewöhnlichen Formen und Farben. Hier mit dem grünen Boden und dann diesen größeren Weißgrün mag ich auch sehr gerne. Die sind wirklich, ich finde die richtig außergewöhnlich auch nicht. Man sieht sie halt hin und wieder schon, aber nochmal ein Highlight gegenüber den normalen Kürbissen. Dann hinten nochmal ein bisschen Washi-Tape und da habe ich diesen großen Herzsticker gemacht und auf die Leinwand geklebt. Ich liebe ja genau wie Kathi auch Washi-Tape einfach und es macht super viel Spaß damit was zu basteln und halt Sachen schön zu gestalten. Und das ist wirklich eine ganz einfache Methode, wie man sich selbst eine schöne Deko fürs Zimmer oder auch ein schönes Geschenk machen kann. Für jemanden anders dann natürlich. Dann habe ich hier noch ein Herzchen liegen, noch einen ganzen Stapel Herzchen. Das sind Post-its von Teddy in Herzchenform, habe ich für 1 Euro gekauft. Habt ihr vielleicht auch schon in einem Haul-Video von mir gesehen. Die sind auch super cool. Ich mag die Form einfach gerne und ich finde, es ist einfach eine süße Art, jemandem eine kleine Notiz dazulassen oder sich auch selber was einfach zu notieren. In Pink finde ich sie besonders cool, aber natürlich die anderen Neonfarben sind auch super. Dann hier vorne noch eine kleine Form. Diesen kleinen Stern habe ich gemacht. Ich hatte mehrere davon, das ist jetzt der letzte. Das sind Badesterne, Badekugeln, Badebomben. Und die sprudeln halt richtig schön, wenn man sie ins Wasser gibt. Das Video davon ist auch schon online, also könnt ihr euch auch ansehen. Die machen wirklich richtig viel Spaß und die sind wirklich super einfach zu machen. Dann noch ein bisschen selbstgemachte Kosmetik. Den Labello, den ich selbst gemacht habe. Mit Zimt und Honig, den benutze ich jetzt im Herbst auch sehr gerne. Und durch die anderen Zutaten, das Shea-Butter drin und Kokosöl ist dir wirklich super feuchtigkeitsspendend und ganz toll für die Lippen. Und ja, dann haben wir uns an die Jelly Beans Challenge getraut. Für mich ist das Ganze glimpflich ausgegangen. Ich hatte nur Zahnpasta, Kathi hatte einige üblere Sachen erwischt. Also schaut euch das Video mal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Es ist wirklich super lustig geworden. Wir haben uns so kaputt gelacht und ja, es ist wirklich ein ganz tolles Video, finde ich. Ja, das sind so die Highlights und dann zeige ich euch, wie gesagt, noch eine Kleinigkeit auf meinem Handy, meine momentane absolute Lieblings-App, nämlich das ZamZam-Spiel. Das ist eine App von Disney mit so kleinen Plüschtierchen, sollen das sein, kleine Disney-Figürchen, wo man, es ist im Endeffekt auch ein Puzzlespiel, ähnlich wie Candy Crush oder so ähnliche Spiele, gibt es ja ganz viele. Aber hier ist halt das Highlight, dass man noch so kleine Begleiter hat, die einem helfen während des Spiels. Ich zeige euch das auch nochmal in einem weiteren Video ausführlich. Also mein absolutes Lieblingsspiel momentan. Ja, das waren so meine
meine Highlights im September. Vielleicht habt ihr ja Lust, mir in die Kommentare zu schreiben, was eure Highlights sind, was euch besonders viel Spaß gemacht hat im September. Vielleicht wart ihr ja auch in Warschau auf der Mongoviade oder habt andere schöne Sachen erlebt. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich bin schon ganz gespannt, das alles zu lesen. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch Lust, mal bei Twitter, Instagram oder Facebook bei uns vorbeizuschauen. Da sind wir natürlich auch überall dabei. Und bis zum nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration.